Das Licht ist gekommen, haben wir gerade gehört. Ich habe der Welt vergeben. Habe ich das wirklich? Das ist ja meine Übung. Das Licht ist gekommen. Und das Licht wirklich kommen zu lassen. Die Vergebung wirklich als das Mittel zu nutzen. So dass ich am Ende immer mir selbst vergebe, weil das hier mein Film ist. Das Licht ist gekommen. Die Freude sollte groß sein. Jetzt ist wieder die Übung. Nach wie vor mich innen zu reinigen. Den Innenputz geschehen zu lassen, wirklich in jede kleinste Ecke, nichts auszulassen. Habe ich wirklich vergeben? Habe ich wirklich überall aufgeräumt? Oder habe ich nicht doch noch was übersehen? So versehentlich oder vielleicht doch gewollt? Will ich das immer noch kontrollieren? Ich bemerke, dass ich immer noch ein Angsthase bin. Dass ich bestimmten Situationen doch noch lieber aus dem Weg gehe. Und da eben nicht wirklich Vergebung walten lasse. Und jetzt aber auch nicht hektisch aufzuspringen und zu denken, oh wei, ich muss was tun. Das eben auch nicht. Die Ruhe bewahren. Geduldig mit mir zu sein. Die heilige Sicht anzunehmen, so gut ich kann. Ich vergebe mir letzten Endes immer selbst. Und es wird mir schrittweise gezeigt. Also will ich nicht mehr vorpreschen, weil dann falle ich meistens auf die Nase, weil es immer das Ego ist, das vorprescht und meint, noch irgendwas tun zu müssen. Ich bin ja auf dem Weg, meine Strategien zu durchschauen. Meine eigenen Fallen zu erkennen. Die Tretminen zur Seite zu räumen. Also möge ich die Ruhe bewahren. Das Licht ist gekommen. Ich blicke auf, aber nicht wie ein Hans Guck in die Luft, sondern im Gewahrsein Gottes, klar und deutlich, mit der Vernunft im Gepäck und der wahren Verantwortung und der Bereitwilligkeit, dem Lernen wollen, hinschauen wollen, hinhören wollen, auch wenn ich oft nicht weiß, wie soll das gehen? Das Licht ist gekommen.
Ich habe der Welt vergeben. Ich will der Welt vergeben. Ich will meinem Film vergeben. Und nicht mehr in der Dumpfheit oder in diesem Nebel rumwabern. Und nur teilweise das Licht sehen oder nur teilweise Gottes Wort hören. Das ist immer alles noch angstbasierend. Also habe ich noch nicht wirklich vergeben, wenn ich da versteckt immer noch Angst wahrnehme. Und ich tue das. Krieg's halt noch nicht so richtig zu fassen und mir das zu vergeben. Ruhig zu bleiben. Es wird mir gezeigt. Es ist alles für mich. Es ist alles mein Lernen. Es dient mir alles zum Besten. Es ist alles genau richtig so. Ich will mich nicht mehr verurteilen, dass ich das eine oder andere vielleicht noch nicht so klar sehe. Es geschehen schon so viele Wunder, die ich noch gar nicht so wirklich mitbekomme. Das hier ist ja auch schon ein Wunder, dass wir uns hier tagtäglich treffen. Und uns läutern lassen, reinigen. Auch wenn das Chaos scheinbar noch größer wird. Fürchte dich nicht, du bist nicht alleine. Wir gehen gemeinsam. Es ist nichts bedroht. Es ist nur mein altes System, das dann nochmal voll auflodert. Mir alles nochmal präsentieren will. Möge ich meine Distanz dazu bekommen, unter der Führung des Heiligen Geistes. Das muss ich erstmal lernen, weil ich dem ja nie gefolgt bin. Oder nie wirklich, oder nur scheinbar. Das Licht ist gekommen. Erhebe dich und vergib. Vergib dir diesen Film. Vergib dir diesen Schmerz, diesen Schrecken. Den ich mir immer wieder noch reinziehen muss. Möge ich wirklich Vergebung lernen und annehmen. Ich weiß gar nicht wirklich, was das ist.
vollkommen zu vergeben. All das, was ich hier wahrnehme. Das Gute und das Schlechte. Mein duales Denken. Möge ich mich erheben, dann werde ich es verstehen. Doch scheinbar scheine ich mich noch von diesem Schrecken oder von dieser Unterschiedlichkeit verführen zu lassen. Und dann kann ich nicht wirklich vergeben, weil ich viel zu sehr auf dem Schlachtfeld bin. Viel zu sehr noch in meiner eigenen Soße darum rühre. Mich immer noch viel zu sehr identifiziere. Möge ich zurücktreten, still werden, möge ich noch weiter zurücktreten und noch stiller werden. Das Licht ist gekommen, das Licht ist in mir. Ich habe der Welt vergeben. Ich habe dem Bruder, der mir scheinbar etwas angetan hat, vergeben. Ich habe mir vergeben, weil ich dachte, ich habe jemandem etwas angetan. Ich mit meinem Bruder im Kleinen. Da draußen scheinbar im Großen. Die Glocken fangen an zu läuten. Das Licht ist gekommen, Bruder. Es ist nie weg gewesen. Es taucht auf, weil wir mehr und mehr auftauchen. Mögen wir noch mehr auftauchen. Ein jeder weiß, dass das Licht gebraucht wird. Und dass ich es zu geben habe.
möge ich nicht mehr in meiner Kleinheit mich versteckt halten. Möge ich mich selbst für Gottes Wort nutzen. Möge ich meinen Körper nur dafür nutzen, loszugehen und Frieden zu geben, das Licht zu schenken. Das Licht ist gekommen. Ich habe der Welt vergeben. Das Licht ist gekommen. Du bist geheilt. Und du kannst heilen. Du bist erlöst und du kannst erlösen. Du bist in Frieden und du bringst Frieden mit, wohin auch immer du gehst. Auch mit dir selbst, wenn du scheinbar alleine zu Hause bist. Liebevoll mit sich zu sein, das ist geistige Gesundheit. Hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Körper zu tun. Dies hier ist Geistesschonung. Ich muss mich schonen. Mich im Geiste Gottes ausdehnen. Nur das. Alles andere ist nicht wahr. Und das, was da scheinbar noch um mich herum kreucht und fleucht, das wirklich zu berichtigen. Dafür die Sühne annehmen. Hey, das ist nicht wahr. Konflikt, Angst ist nicht wahr. Unfrieden ist nicht wahr. Ich muss mich korrigieren. Das ist der Wille Gottes, dass ich im Frieden bin und nur das, dass ich das Licht kommen lasse und nur das. Dunkelheit und Aufruhr und Tod sind verschwunden. Das Licht ist gekommen. Es scheint schwierig zu sein, dies zu glauben, weil die Welt, weil mir mein Film im Außen was anderes zeigt. Aber was ist das Außen? Es ist mein Innerstes. Mein gespaltener Geist. Und den eben nicht mehr wahrzumachen. Mich darüber zu erheben. Als der eine Geist, der wir sind. Nur das. Ich bin das nicht hier. Ich träume nur. Und aufhöre mir, was anderes zu erzählen. Und du bemerkst die Vehemenz deiner alten Geschichte. Ein jeder muss lernen, das zu stoppen. Ich kann dich nur erinnern. Es geht nur um die Erinnerung an Gott. Nicht hier um diesen Film. Der Ruf des Vaters ist nur, dass ich meine Liebe, meinen Segen gebe, Frieden gebe. Mehr nicht.
Diese Welt existiert in Gott nicht. Möge ich die neue Welt annehmen, die neue Sicht. Heute feiern wir das glückliche Ende deines langen Traums vom Unglück. Das sind keine dunklen Träume. In Wahrheit kann es keine dunklen Träume geben und damit aufzuhören, mich damit nicht mehr zu identifizieren. Das Licht ist gekommen. Heute beginnt die Zeit des Lichts für dich und jedermann. Es ist ein neues Zeitalter, in dem eine neue Welt geboren wird. Und es liegt an mir selbst, ob sie da ist oder nicht. Ob ich das geschehen lasse. Oder ob ich immer noch der Dunkelheit mich hinwende. Die alte ist vergangen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die Augenblicklichkeit der Erlösung. Der Wandel kann sofort geschehen. Heute sehen wir eine andere Welt, denn das Licht ist gekommen. Unsere Übungen für heute werden glückliche Übungen sein, in denen wir für das Vergehen des Alten und den Beginn des Neuen Dank sagen. Sei dankbar für das, was du hier bekommst, für das, was wir gemeinsam lernen und verlernen dürfen, für das, was dir von Gott in jedem Moment gegeben ist. Sei dankbar für das Licht. Sei dankbar für diese Ruhe, für diesen Frieden. Sei dankbar für die Liebe. Sei dankbar für dich, für deine Bereitwilligkeit. Kein Schatten der Vergangenheit bleibt übrig, um unsere Sicht zu trüben und die Welt zu verbergen, die uns die Vergebung schenkt. Heute werden wir die neue Welt als das akzeptieren, was wir sehen wollen. Uns wird gegeben werden, wonach wir verlangen. Wir wollen das Licht sehen. Das Licht ist gekommen. Sieh das Licht. Sieh das Licht in mir. Sieh das Licht in dir. Sieh das Licht in allem. Das Licht dieser Welt. Das Licht ist gekommen, um dich zu erinnern, dass wir so viel mehr sind, damit wir aufblicken, uns dem Licht entgegenstrecken, groß werden, uns über all das hier erheben, für die neue Welt, für die neue Sicht, für die Vergebung. Und somit für die Erlösung. Mächtiger Geist, ich bin ein mächtiger, so starker Geist. Und könnte nur Frieden sehen.
Und jetzt sind wir gerufen, Vergebung walten zu lassen über die Welt, die ich sehe. Gottes Willen geschehen lassen, indem es im Grunde keine Vergebung mehr braucht, weil alles erlöst ist. Ich scheine sie noch hier zu brauchen. Und das zu tun, damit ich mich loslasse, damit ich im Vater erwache und nicht mehr diesen Albtraum träume, den ich mir selbst zufüge. Ich will das Licht werden, ja. Schon immer da gewesen. Es leuchtet und will durch dich leuchten. Ich bin der Bringer der Erlösung. Ich bin der Lichtträger, Lichtbote. Die Vergebung kommt durch mich. Ich bin verantwortlich. Und immer noch habe ich die Tendenz, die Welt da im Außen verantwortlich zu machen. Das muss korrigiert werden. Immer noch ist die Anhaftung so stark. Der Glaube an meinen alten Ego-Geist doch mächtig. Mächtiger, als ich dachte. Doch heute werden wir die neue Welt als das akzeptieren, was wir sehen wollen. Uns wird gegeben werden, wonach wir verlangen. Wir wollen das Licht sehen. Das Licht ist gekommen. Heute ersteht die wirkliche Welt in Freude vor uns, damit wir sie endlich sehen. Sie im Licht der Wahrheit. Sie in Freude, in Dankbarkeit. Ich habe das nie wirklich getan. Ich habe das immer noch alles kontrolliert. Wem gebührt meine Freude, meine Dankbarkeit? Wo bin ich bereit zu vergeben? Das will ich immer noch im Griff haben. Ich will immer noch darüber bestimmen. Das wird nicht funktionieren. Das schmeißt mich immer wieder in den, oder lässt mich immer in diesem gespaltenen Geist rumhängen. Und das ist nicht die wirkliche Welt. Das Licht ist gekommen. Ich bin so mächtiger, großer, heller, weiter, unendlicher Geist. Die totale Ausdehnung. Nur gekommen, um Frieden zu geben, Liebe zu schenken, Segen zu geben. Das sind keine Schatten, da ist nur Licht. Die Widerspiegelung des Himmels, die wir sehen. Der Himmel ist inwendig in mir. Wir sind im Grunde im Himmel. Gott ist mit uns, Gott ist in mir und um mich herum. Ich sehe es nur nicht,
weil ich das hier, was ich scheinbar sehe, für so wahr halte. Ich bin nur ein Träumer und das ist nicht die Wahrheit. Möge ich Gottes Geist durch mich wirken lassen, damit ich vergebe. Das Licht ist gekommen. Ich habe der Welt vergeben. Verweile heute nicht in der Vergangenheit. Verweile heute nicht in der Vergangenheit. Schau nicht mehr zurück. Du fällst immer wieder hinein in deine Geschichte. In diesen Strudel. Und das lässt dich zum Teil erstarren. Wie eine Schockstarre. Und dann fühlst du dich gefangen in dir selbst. Und siehst das alles auch noch. Und bist hilflos. Und weißt nicht, wie du da herauskommst. Naja, du bist ja irgendwie hineingekommen. Und dann ist da immer auch wieder ein Weg hinaus. Hier ist immer ein Weg. Deshalb ja der Kurs. Es muss etwas Besseres geben. Aber ich habe mich zu erheben. Ich habe klar zu sagen, das nicht mehr. Ja für Gott. Ja für mich. Das Licht ist gekommen. Triff du die klare Entscheidung. Nur du kannst es tun. Ich kann es dir nur sagen. Ich kann dich nicht retten. Ich kann die Welt nicht retten. Ich kann aber mein Denken darüber ändern, indem ich nach innen schaue und Verantwortung übernehme. Gottes Wort annehme, mich als der eine Sohn, als der eine Geist akzeptiere. Halte deinen Geist völlig offen, rein gewaschen von allen vergangenen Gedanken und rein von jeder Vorstellung, die du gemacht hast. Rein gehalten. Oh, ich muss noch schnell irgendwie nachputzen. Das sind doch noch so Fetzen, die da nicht hingehören. So Flecken. Dafür jetzt die Übung. Heute hast du der Welt vergeben. Du kannst sie jetzt betrachten, als hättest du sie nie zuvor gesehen. Du weißt noch nicht, wie sie aussieht. Du wartest nur darauf, dass sie dir gezeigt wird. Neu geboren. In jedem Moment neu geboren. Und das ist möglich. Indem ich die Bilder fahren lasse. All die Ideen über mich. Die Vergangenheit. Also wiederhole mehrere Male. Das Licht ist gekommen. Ich habe der Welt vergeben. Sprich es für dich.
Werde dir darüber klar, dass deine Vergebung dich zur Schau berechtigt. Das erhebt dich und erhält dich. Verstehe, dass der Heilige Geist niemals versäumt, denen, die vergeben, die Gabe des Sehens zu geben. Glaube daran, er wird dich jetzt nicht im Stich lassen. Du hast der Welt vergeben. Er wird bei dir sein, während du schaust und wartest. Er wird dir zeigen, was die wahre Schau sieht. Es ist sein Wille. Und du hast dich mit ihm verbunden. Warte geduldig auf ihn, auf den Heiligen Geist. Es ist mir alles gegeben. Möge ich mich selbst entschleunigen. Ungeduld ist vom Ego. Das will immer alles schnell klar haben. Den Überblick bewahren, kontrollieren. Zack, zack, zack. Das funktioniert nicht mehr. Ich muss lernen, klar und deutlich hinzuschauen. Und hinzuhören. Und nicht mehr mit meinem Eigenwillen darum zu spielen. Dann hocke ich wieder in der alten Welt. Ich habe der Welt vergeben. Das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr, dass mich das beeindruckt. Ich will mich nicht mehr verführen lassen von meinem alten Denksystem. Warte geduldig auf ihn. Er wird da sein. Das Licht ist gekommen. Du hast der Welt vergeben. Und wisse, dass du nicht scheitern kannst. Du kannst in Gott nicht scheitern. Weil du nichts falsch gemacht hast. Weil er diesen Traum hier nicht kennt. Vertraue auf Gott und wisse, dass du vertraust, dass du vertrauen kannst. Vertraue, vertraue, vertraue. Vertraue dem Moment. Vertraue dem Hier und Jetzt. Nur das ist wahr. Das Licht ist gekommen. Das Licht ist da. Richte dich immer nur für Gott aus. Sei gewiss, sei so gewiss. Schenke du die Zuversicht.
Sei bereit, jetzt anders zu sehen. Und du wirst anders sehen. Weil du das Alte, dieses Unwahre nicht mehr haben willst. Das Licht ist gekommen. Du wirst die Welt sehen, die dir seit Anbeginn der Zeit versprochen wurde und in welcher das Ende der Zeit gesichert ist. Wir sind endlos, grenzenlos, zeitlos. Nur Geist im Geiste Gottes. Ewig in der Ausdehnung. Lichtvoll. Christus Geist. Voller Liebe. Voller Segen, den ich beständig gebe. Heute ist die Zeit für eine besondere Feier. Kaum zu glauben. Das Licht ist gekommen. Die Türen stehen weit offen. Der Himmel leuchtet so hell. Sage Dank für das Erbarmen und für die Liebe Gottes. Freue dich, dass die Vergebung die Macht hat, deine Sicht vollständig zu heilen. Sei zuversichtlich, dass an diesem Tag ein Neubeginn stattfindet. Ohne die Dunkelheit der Vergangenheit auf deinen Augen kann dir das Sehen heute nicht misslingen. Und was du siehst, wird so willkommen sein, dass du das heute gern für immer ausdehnst. Dehne dein Licht aus. Dehne Gottes Liebe aus. Du bist der Bringer der Erlösung. Lichtbote, Friedensbotschafter. Das Licht ist gekommen. Ich habe der Welt vergeben. Solltest du in Versuchung geraten, so sage jedem, der dich in die Dunkelheit zurückzuziehen scheint: Es sind ja meine Anteile. Da ist ja niemand. Das Licht ist gekommen. Ich habe dir vergeben. Die Dunkelheit kann mich nicht mehr schrecken. Die Dunkelheit kann mich nicht mehr klein halten. Die Dunkelheit kann mich nicht mehr verführen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor deinem eigenen Ego. Richte dich für Gott aus. Es wird immer leichter. Es wird immer leichter, weil ich es immer mehr durchschaue. Ich immer mehr aussortieren kann. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht.
Das Licht ist gekommen, ich habe dir vergeben. Selbst wenn du mir dein Ego vor die Füße schmeißt, es kann mir nichts mehr anhaben. Es sollte mir nichts mehr anhaben. Dann habe ich mich wieder mächtig mit der Angst identifiziert. Und das in Korrektur zu geben, die Sühne annehmen. Und dabei in heiterer Gelassenheit zu sein. Unvorstellbar. Wer schreit da auf? Das, auch das will in Korrektur. Hey Bruder, es ist alles möglich. Wir träumen hier nur. Das Licht ist gekommen. Heitere Gelassenheit. Freudentänze. Es ist nichts bedroht. Ich bin nicht dieser Körper. Es gibt keinen Tod. Ich bin Geist, im Geiste Gottes. Ich bin nur Liebe. Mögen wir die neue Sicht annehmen, Christi Schau. Das Licht ist gekommen. Das Licht ist gekommen. Das hier ist nicht die Wahrheit. Dieser Traum ist ja tausende alt. Nur ich kann es stoppen. Gottes Wille geschehe. Ich bin das Licht dieser Welt. Danke, danke, danke. Danke, Gott. Danke, Bruder. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Immer wieder. Und danke dir selbst für das, was du hier lernst und verlernst. Danke für deine Geduld. Und danke, dass du immer wieder mit mir aufstehst. Mögen wir weitergehen, einfach weitergehen. Hindurch durch diese Irrung und Wirrung, die einfach nicht wahr sind. Mir ist vergeben worden.
Ich habe der Welt vergeben. Das Licht ist gekommen. Ich habe dir vergeben. Ich habe jedem Bruder vergeben, weil nichts geschehen ist. Dahinter ist immer nur Liebe. Nur Liebe. Das Licht ist gekommen. Das Licht der Liebe, der Wahrheit und der Freude. Amen. Wir sehen uns heute Abend wieder.